Das schönste Licht ist das Available Light. Ganz wichtig immer die Handhaltung. Dockt man, ja? Schau mal, wie es geht. Fotografie kann so einfach sein. Man braucht nur einen herrlichen Tag mit Kaiserwetter. Den haben wir heute. Darum bin ich auch mit der Celine da am Set heraus. Es muss nicht immer das perfekte Studio sein mit vielen Blitzlampen. Es muss nicht der Studiohund. Es muss nicht die Wahnsinns-Location sein. Ich bin hier in einem Hinterhof. Ja, da ist eine Garageneinfahrt, da ist eine Mauer. Was brauche ich für ganz tolle Bilder? Ich habe zwei Stative, ich habe einen schwarzen Hintergrund, der immer bei mir im Auto liegt. Der hat Löcher, der ist zerfledert, der ist nicht gebügelt, gar nichts. Taugt mir. Ja? Genau so will ich es haben. Ich habe eine Aufhellerwand, die mir die Sonne von unten nach oben reflektiert ein bisschen. Hier Aufhellung von unten. So, getestet sind wir. Es kann also quasi gleich losgehen. Im Freien sind wir auch. Was ich sehr gern habe, ist meine kleine Lupe, um die Bilder zu kontrollieren. Ansonsten Canon 5D Mark IV. Ich habe mein Workhorse, ein 85 mm Fixbrennweite. ISO 200, zwischen 200 und 400, je nachdem. Müssen wir ein bisschen mit dem Sonnenstand gehen, mit der Belichtung her. Aber alles easy peasy. Spaß haben, Freude haben, das Model motivieren und dann kannst du losgehen. Cool. Los geht's. Yes. Wunderbar. Ein bisschen seitlich, ja. Schön, ja, gut aus. Der Gas ist schön. Super lächeln, Drehkörper so leicht seitlich, ja. Ja. Schön. Sehr gut. Super. Super, schön. Ja, perfekt. Haare bisschen mehr ins Gesicht, ein bisschen. Ja, ein bisschen wilder. Was ich jetzt von der Celine gern möchte, ist, dass sie mir noch ein bisschen wilder wird. Ja? Also ein bisschen vielleicht die Biker-Lady nimmt. Das heißt, die Haare durchschütteln, wilde Mähne, Haare einfach durcheinander, wurscht mit den Haaren spielen, die Lederjacke einfach ein bisschen ins Spiel bringen und zwischen sexy und toughen Ausdruck. Und geht. Genau, und ein Schritt in Bewegung. Nicht zu weit, weil wir kriegen schon das Licht von oben. Kleiner Schritt und ja, Blick in die Kamera, genau. Und sehr schön, ja, gut. Und wieder zu mir, ja. Der ist gut. Guter Blick. Genau, auch auf die Hände achten, genau, dass sie schön gerade zu wissen. Ja, schön, gut. Sehr gut, passt perfekt. Kurzer Break. Kurze Pausen sind auch immer wichtig, um wieder gewisse Lockerheit reinzubringen ins Bild. Wir wechseln jetzt ein bisschen das Setting am Set. Ich sehe zum Beispiel da einen Gartentisch stehen, den bauen wir gleich mit ein. Das Model kann sie anhalten, anlehnen ganz gut, kann sie auch draufsetzen und wir bringen schon wieder eine ganz andere Pose mit rein. Kann dem Model helfen, dass sie neuen frischen Wind in die Posen kriegt, eine andere Pose hat, eine andere Körperhaltung hat. Schauen wir, wie es geht. So, zuerst der Fotograf zeigt es immer vor. Und vor allem testet er Materialien, ob der Tisch auch hält. Ja. Ja, schön, schön, schön. So ist gut, so ist gut, so ist gut. Bleib mal so, bleib mal so. Ja. Ah, ist der schön. Der war gut, der Blick. Der war gut. Ja, 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 ja. So bleiben, so bleiben, so bleiben. Schauen wir mal, wenn ich weitergehe. Ja, das ist schön. Wunderbar. Okay, doch. Und wir legen schon wieder los. Jawohl, super. Ja, schön. Nice, sehr schön. Ja, bleib. Ganz simpel am Set immer umschauen, was ist in meiner Umgebung. Was finde ich, was kann ich mit einbauen? Da unten haben wir zum Beispiel für den Aufheller einfach einen Blumentrog stehen. Den Tisch haben wir schon mit eingebaut. Da stehen Pflanzen. Wenn ich mir die durch die Pflanzen, durch diesen Baum, da durch die Äste durch fotografiere, kriege ich unschärf im Vordergrund, erzeugt Tiefe. Einfach immer umschauen am Set, was kann ich mit einbauen. Ja, das funktioniert gut, ja. Sehr schön. Ja. Blick da raus. Ja, Kinn runter. Gut. Ja, komm wieder zurück, warte. Ja. Schön, Kinn runter. Ja, schön. Ganz groß, genau. Sehr schön, Hand. Ja, aufpassen. Und nochmal mit der Hand hoch. Ganz wichtig immer die Handhaltung. Eine Hand muss elegant ausschauen. Eine Hand so ist flacher wie eine Hand so. Seitdem man macht Männeruhrenmode. Und ganz wichtig, die Finger. Ja. Die Finger in den Haaren drinnen so, schaut immer wie eine Kralle aus. Ja. Immer schön lang machen, die Finger. Genau.
und leicht antatschen. Auch die Finger schließen, ist immer schöner, als wenn die Finger so abstehen. Genau, schön lange, elegante Finger machen. Ganz wichtig bei der Schmuckfotografie zum Beispiel. Wie schnell es am Set und beim Fotografieren mit der Sonne und mit dem Lichtstand gehen kann, sehen wir jetzt. Wir sind jetzt vielleicht gerade einmal so eine halbe Stunde am Fotografieren und die Sonne wandert immer weiter rüber, hat zur Folge, dass wir plötzlich hier schon Sonnenlicht bekommen. Jetzt habe ich zwei Möglichkeiten. Die erste ist weg mit dem Tisch und das Model wieder weiter nach hinten. Nur viel weiter geht auch nicht mehr, da ist die Mauer. Oder für den Moment sage ich, passt mir, ich baue das ins Bild mit ein, solange die Sonne hier auf die Haare und auf die Kleidung scheint, aber noch nicht ins Gesicht. Ja, wenn die Sonne noch weiter wandert, weiter vorkommt, ins Gesicht geht, dann wird es mich stören. Jetzt gehen wir mal mit dem noch. Jawohl. Andere Stücke nach hinten im Licht. Ja. Ja, sehr schön. Genau. Schön, super. Ja, wuschel die Haare ein bisschen durch. Ja, seitlich bleiben, genießt es, hab Spaß, ja. Ja, schön. Schönes Lächeln in die Kamera. Das Nasenspitzel bekommt schon Sonne. Das heißt, wenn sie den Kopf unten hat, geht es gerade noch aus. Wenn sie den Kopf nach oben nimmt, bekommt sie schon die Sonne ab. Ich muss jetzt doch versuchen, ob ich mit dem Tisch eine Spur weiter nach hinten kann. Das ist ja Wahnsinn, wie die jetzt umgeht. Ja, muss fast noch hinten bleiben, ein Stückchen. Ist ja Schmarrn, gell? Wir gehen weg vom Tisch. Du kannst es mitnehmen, kannst mit mir spielen. Ja, kannst du machen. Dann kannst du einfach echt nach hinten kommen. Solange wir da keine Sonne noch haben, sind wir total safe. Schön, bleib so. Ja, guter Blick. Ach, ist das schön. Genau, super, perfekt. Okay, ganz sexy Spiel wieder. Hände in die Haare, spielen den Stoff. Leichte Bewegung immer. Yes. Ja, schön. Genau, ja, schön. Ja. Schön. Ja, super, Kinn tiefer. Leg nur nicht die Augen zu mir. Ja. Sehr schön ist auch immer, wenn das Model leicht über die Kamera drüber blickt. Das heißt, ist der direkte Kamerablick natürlich am stärksten immer. Auch leicht über die Kamera ist sehr schön. Oder auch nur ganz leicht neben die Kamera vorbei. Schön. Lass mir das nochmal anschauen. Super, super Licht. So einfach kann Fotografie sein. Das schönste Licht ist das Available Light. Ja, man muss nur wissen, wohin. Und dann kann man mit kleinstem Aufwand, mit kleinstem Set schöne Sachen machen. Und mit einem Topmodel natürlich. Einmal nur die Haare da hinten. Ja, schön. Blick, ja, das ist gut jetzt. Blick ist gut da. Ja. Ich werde jetzt einmal ein bisschen ruhiger vom Gemüt und ein bisschen vielleicht nachdenklicher oder mehr was schüchtern ein bisschen zurück. Ja. Ja, genau, wieder von weiter weg aus, wieder mehr Schaffer. Ja. Ich habe es ganz gern, die Model in Rollen zu versetzen, als wären sie Schauspieler. Einfach ihnen sagen, stell dir das vor, jetzt hätte ich die gern ein bisschen wilder, jetzt stell dir vor, du bist ein bisschen schüchtern. Ja, zu mir blickt sie mir, ja, süß, schau, das ist schön. Ja, wunderbar. So, ich drehe mir jetzt die Abkescher-Aufhellerwand um, quasi. Zuerst hat sie mir mit der schwarzen Seite gedient, um die Sonne von der gelben Hausmauer, die auf Celines Gesicht gefallen ist, abzuhalten und mehr Kontur zu erzeugen. Jetzt allerdings will ich von hier fotografieren und ich hätte diese weiße Fläche auf der Seite. Das will ich aber nicht, das zerstört mir mein Bild. Deswegen habe ich es jetzt mal umgedreht. Natürlich fällt die Sonne jetzt rauf und reflektiert sie ins Gesicht. Das heißt, ich muss auch mal die Blende checken oder die Belichtung checken. Aber vor allem auf der anderen Seite, tut es mir Gutes in ihrem Gesicht? Oder ist es zu viel Licht? Ich bin der Meinung, es tut sehr viel Gutes. Deswegen bleiben wir mal und probieren das. Ja, genau. Schön. Ja,
Gut, perfekt, super, 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 ja. Ja, einmal so richtig in den Hintergrund noch rein, viel Platz hast du immer, aber ja, genau, ja. Sehr schön. Super, ja, schaut zu mir, das ist gut. Jetzt probieren wir noch eine letzte wilde Sache. Oh, ist das schön. Immer als Fotograf herumgehen, herumwandern am Set, wenn es irgendwie möglich ist. Man findet die schönsten Winkel und Posen und Perspektiven. Jawohl, sehr schön. Gut. Ja, süß. Dreh ich ein bisschen mehr zum Hintergrund. Es gibt keinen Grund, warum ich da auf der Seite gegangen bin. Ich habe einfach Instinkt am Set immer herumlaufen, jeden Winkel ausprobieren, jede Perspektive. Am Anfang haben wir sehr viel von vorne fotografiert. Sehr flach auf den Hintergrund. Und jetzt versuche ich einfach noch das Tuch mit reinzunehmen. Die Sonne zwingt uns schon ein bisschen immer mehr in den Hintergrund hinein. Das kann ein Vorteil sein, mit dem Mitgehen. Jetzt kann ich mir desto Nemanus im Vordergrund hinhalten, bringen wieder Tiefe zusammen. Und die Celine kann sie da reinkuscheln und das nutzen. Bleib mit dem Körper da rausgedreht und komm mit dem Kopf zu mir. Genau. Ja, schön, genau. Ganz verruchten Sexy nochmal, ja. Schön, schön. Ja, wunderbar. Ja, genau, das Lachen. Wunderschön. Schau, sie genießt. Ja, 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 ja. Genau. Ist das herrlich. Ei, ja, schon die Gürtel.